So, meine Lieben, weiter geht's. Wir sind immer noch auf der Suche nach diesem komischen, ja, was ist denn das? Irgend so ein Giftzeug, was wir da finden müssen. Aber da müssen wir erstmal weiter in dieses Kupferwerk eindringen. Ich habe noch ein bisschen Sorge gehabt, dass ich da das, ja, keine Ahnung, den Hauptquest-Trigger. Das möchte ich ja nicht. Aber ich muss ja da rein, so da hinten. An den ganzen langen Zügen und Waggons vorbei. Da drin ist es. Der jetzt irgendwie reinkäme. Ich muss da irgendwie reinkommen ohne. Ach, warte mal. Komm, kann ich hier hochklettern irgendwie? Ah. Zumindest dotzt sie da schon mal ab. Guck mal, ob wir da irgendwie reinkommen. Im besten Fall laufen wir einfach ins Gebäude rein. Das könnte schon helfen. Also. So, optionaler Herausforderungsgrab. Ist es ein optionales Herausforderungsgrab? Da hinten. Ja, ich will jetzt aber. Ich will jetzt hier nicht dem Hauptquest folgen, wie gesagt, ne? Komm jetzt hier irgendwie hoch? Nee. Ganz und gar nicht, aber da muss man doch irgendwie hochkommen. Ich will jetzt wissen, wie ich da reinkomme. Also. Warte mal, hier, hopp. Nee, das geht nicht. Oder warte mal, doch. Ist da was zum Hochklettern? Da kann man doch hochklettern, oder? Warte mal. So, hopp. Hallo, Lara. Mann, das sah so aus, ob ich mich da festhalten könnte an der Kante. Kann ich aber scheinbar nicht. So, da oben kann ich nämlich genau das aufreißen. Bam. Und dann kann ich da rein. Ja, super. Haben wir es doch. War eine schwere Geburt, aber wir haben es geschafft. Gefunden. Ich vermische jetzt die Zutaten. Was Neues von der Patrouille? Hab gerade eine Übertragung empfangen. Sie sind auf dem Weg. Wo sind sie jetzt? Sie. Oh nein. Sie kommen direkt auf dich zu. Oh nee. Du könntest an ihnen vorbeischleichen, aber es ist vermutlich zu spät. Tut mir leid, Lara. Ja, wow. Große Hilfe. Danke. Du kannst dich vielleicht an ihn vorbeischleichen. Ist zu spät. Na super. Ich hätte mich gerne an ihn vorbeigeschlichen. Ach, mit diesen ganzen Kampfsequenzen. Ich hasse die. Na gut, Hass ist ein starkes Wort, aber ist nicht so meins, ne? Jetzt so, ich weiß nicht, am Anfang des Spiels fand ich gut, dass man mir das nicht aufgezwungen hat. Also die ganzen Kampfsequenzen aufgezwungen hat, jetzt muss ich die machen. Also ob ich jetzt will oder nicht, ja. Wer ballert denn hier? So, wo muss ich überhaupt hin? Steigen Sie auf das Kupferwerk und. Ich muss sie wahrscheinlich erstmal alle abschießen. Ja. So. Da muss ich alle abballern, anders geht's nicht. So. Haben wir es jetzt? Nee. Ja klar, ich renne direkt in die Arme. Ne? Super. So. Bereit zu testen, ob das Gegengift wirkt? Ja klar. Ehrlich gesagt, kann ich mir was Schöneres vorstellen. Wenn es wirkt, stelle ich welches her und treffe dich im Tal. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Lass es schmecken. Runter damit. Oder nicht. So, jetzt wieder auf dem Tal. Also wir müssen jetzt wieder zurück gelangen irgendwie. Wo war denn hier der Eingang? Da hinten. Oder da, hier ist ein Feuer. Sehr schön. Das heißt, da können wir wieder die Schnellreise antreten. An diesem Teil hätte man sich ruhig sparen können. Das war jetzt so, die ganzen Sachen da. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der Fan davon, von diesen, ja, Ressourcen sammeln und so weiter, aber. Ja, ist egal. So. Laufmantel. Eine Metallhülle schützt den Anwender vor einem erhitzten Lauf und ermöglicht ein schnelleres Nachladen. Anwendbar bei allen Gewehren außer Repetiergewehren. Okay. Ist das mal Repetier? Nee, Sturmgewehr ist nicht Repetiergewehr. So. Gut, haben wir das. Dann können wir. Ne, halt, wieder hinsetzen. Schnellreise antreten. Und zwar. Ja, was ist denn das nächste hier? Das da. Schnellreise, yes. Die hätte mir ruhig mal ein bisschen helfen können, ne? Also die ganze Zeit kommandierte mich hier rum übers Walkie-Talkie. Am Ende ist sie wahrscheinlich böse. Oder sie ist Hexe Baba Yaga. Man weiß ja nicht. Vielleicht hat sie das alles hier nur. Die ganze Schnitzeljagd inszeniert, um uns in die Irre zu führen.
Wir sind nur ein kleines Versuchskaninchen. Man weiß es ja nicht, ne? Alles ist möglich. Ja, bin ich mal gespannt, was jetzt noch kommt. So. Nur genug für zwei Dosen. Ich darf nichts vergeuden. Dann runter damit, ne? Okay, nichts es passiert. Es funktioniert, Nadja. Alles sieht, naja, nicht wirklich normal aus. Aber anders als letztes Mal. Gut. Ich habe genug Gegengift für mich und Großvater. Falls wir ihn finden. Ich bin jetzt unterwegs zu dir. Aber was ist los, Lara? Warum hast du dir keine Gasmaske besorgt? Du willst doch nicht sagen, der ganze Aufwand, den du betrieben hast, ist doch völlig unnötig. Du wirst doch nicht sagen, dass er nicht in diesem ganzen Sowjetlager eine einzige Gasmaske rumliegt oder so, ne? Oder hast du die Gasmaske damals im Louvre vergessen? Gut, das ist ja eher ein Prequel, also, ne? Also kleine Anspielung auf hier, Angel of Darkness. Da hatte ich ja auch sehr viel Spaß mit irgendwelchen Gasmasken, die ziemlich schlecht versteckt waren. So. Vogelscheuchen, na klar. Ah, jetzt sehe ich, wie es wirklich aussieht, ne? Ohne Halluzination. Das heißt, wir treffen gleich auf die echte Baba Yaga oder auf das echte Haus, ne? Das ist natürlich sehr interessant ist. Aber erstmal nehmen wir das auf. Ich hätte fast erwartet, dass er noch hier ist. Döp. Tagebuch. Lara nehmen Tagebuch auf. Als die Schuld in dem Gulag zu arbeiten zu schwer wurde, schlug ich zurück. Ein gestohlener Schraubenzieher. Verlegte Unterlagen, hilflose Gesten, die niemals etwas ausrichten konnten. Eines Tages wurde ich ertappt, als ich ein sinnloses Risiko einging. Deine Großmutter, Serafima, nahm die Schuld auf sich. Sie schlugen sie, erbarmungslos. Aber ich war gerettet. Als ich ihr danken wollte, spuckte sie mir vor die Füße und sagte, ich hätte mein Leben für nichts riskiert. Sie forderte mich heraus, mehr zu tun. In dir steckt so viel von ihr, Nadja. Zuerst hielt ich sie für grausam. Sie schenkte meinen kleinen Akten des Ungehorsams keine Anerkennung. Dieser Ort, der Gulag, zerschmetterte alle Hoffnung und fraß auch noch den letzten Rest Würde auf. Sie sagte, an jedem Tag, an dem ich nicht aus ganzem Herzen dagegen kämpfte, war ich mitschuldig an den Gräueln. Sie verlangte meine Aufrichtigkeit, weil sie wusste, dass ich fähig dazu war. So gütig war noch nie jemand zu mir gewesen und dafür habe ich sie geliebt. Aber warum liegt dieses Tagebuch gerade hier? Also, das ist immer so wahllos platziert irgendwie. So, Serafima, was hast du denn da gemacht? Wirklich, also... Ach, noch ein Diktiergerät, ja klar. Weiteres Exposition-Dumping. Wir haben den alten Mann am Eingang des Tals verloren. Fischer ist fort, Parker ist fort. Einfach weg. Spurlos. Man kann seinen Augen nicht trauen. Wir sehen Dinge. Leichen. Schlimmeres. Dinger, die laufen. So groß, dass sie die Sterne verdecken. Ich weiß nicht mehr, was real ist. Ich weiß nicht, ob es eine Realität gibt. Sind es die Augen? Die Augen müssen weg. Meine Hände sind jetzt ruhig. Billings geht als Erster. Stopp! Stillhalten! Tja, drehen alle offensichtlich etwas durch, ne? Aber wir sind jetzt ja gerüstet hier, ne? Wir lassen uns jetzt hier nicht beirren. Nadja, was weißt du über diese Ruinen hier draußen? Unser Volk hat das Tal gemieden, lange bevor die Hexe sich hier einnistet. Oh! Die Gründer haben dort draußen einen Schrein gebaut. Doch irgendwas ist ihnen passiert. Wir waren seit Generationen nicht mehr dort. Selbst wenn deine Visionen nicht real waren, ist dieser Ort gefährlich. Ich dachte, die leben. Aber die sind tot, oder? Nur Wölfe. Verdammt. Aber hier kamen die Hexenbabajager her, ne? Also... Aber was war da? Ich meine... Irgendwas hier in der echten Welt muss das ja repräsentiert haben, was wir da in unserer drogeninduzierten Halluzination gesehen haben, ne? Und da liegt noch was auf dem Boden rum. So, erstmal Wölfe entleichen. Ja, Wölfe entleichen. Wölfe entweiden und dann hier wieder ein bisschen lesen. Na komm. Wir beschlossen zu warten, bis der Winter vorbei war. Wir versteckten Vorräte, zeichneten Karten. Wir planten. Ich verschaffte ihr Arbeit, bei der sie in Gebäuden bleiben konnte.
Sie half mir, Wege zu finden, die Mühlen des Gulags zu verlangsamen. Wenn ich einen hydraulischen Aufzug stilllegen konnte, bewahrte ich 100 Männer vor einem Tag in den Minen. Durchschnittene Zündkabel an ein paar LKW und die Spezialprojekte würden für eine Woche ausfallen. Ich ging größere Risiken ein, aber nachdem ich deine Großmutter getroffen hatte, konnte ich meine Augen nicht mehr verschließen. Wir wussten, dass das Kind unsere Flucht erschweren würde, und sie verbarg es, solange sie konnte. Und dann, ohne Warnung, schafften sie sie fort. Unsere Tochter wurde einer Amme unter den einheimischen Gefangenen gegeben, und sie brachten Serafima in das Tal. Ich versuchte, sie aufzuhalten und kämpfte ganz offen. Ich stand vor dem Transport-LKW, bereit zu töten, um sie zu retten. Aber es waren einfach zu viele. Ich schrie meinen Abschiedsgruß, als sie mich fortschafften. Ich weiß nicht, ob sie mich gehört hat. Ja, das wissen wir auch nicht, ne? So. Also, sorry, ich weiß immer nicht, was ich zu den Sachen sagen soll. Ich meine, das Bild vervollständigt sich ja langsam, ne? Wir wissen ja durchaus Bescheid. Hier kann man irgendwas befestigen. Ja, ich sehe schon. So, und jetzt hier schießen oder was? Ja, oder so geht's auch. Was ist hier? Da ist auch noch was, oder nicht? Kann ich das irgendwie abhalten? Ja. Aha. Zwei Kletterwände freie gelegt. Jetzt ist ja die Frage, wo wir lang müssen, ne? Ja, erstmal da hoch, offenkundig. Ja! Obwohl, da oben ist doch schon auch noch was, oder? Ich meine, da gehen wir lieber erstmal da lang, weil da sollte es ja eigentlich keinen zweiten Weg geben, den wir gehen können, ne? Das. Vielleicht ist hier noch was, oder bin ich von hier gekommen? Nee, das ist ein Münzversteck oder so. Ich hab's gesehen. Ich hab es doch gesehen. So. Das hat sich ja sehr gelohnt. Ja, nee, das war schon der Weg, wo ich hergekommen bin. Also gehen wir doch wieder runter. Wir wollen ja. Weiter dem Quest folgen. Ja, schön in der Ölpfütze gelandet hier, ne? Das ist bestimmt gut für die Haut hier, ne? So. Hoppity hopp. Hepp und weiter hoch und irr. Wenn ich diese Plattform bewegen könnte. Bringt das was? Ja, es bringt irgendwas. Ich weiß noch nicht was, aber wir können erstmal drehen. Wie Sie sehen Sie nichts. Ich müsste ein Seil an dieser Rolle befestigen. Ja, hab ich doch gemacht. Also. Ja, Lara, das ist. Ja, kannst ein bisschen üben hier, das bringt's. Warum ging das gerade? Ja, aber schick, ne? Also ist doch ein bisschen mehr. An dieser Rolle befestigen. Ich hab's ja verstanden. Ist doch ein bisschen mehr Content, als ich dachte. Und das gefällt mir. Bevor ich ein Seil an irgendeine Rolle befestige, will ich erstmal sehen, was man hier machen kann. Ne? Okay, ich verstehe. Oder auch nicht. Also ich verstehe schon so halb, was sie jetzt von mir wollen. Der Rest wird sich mir offenbaren. Zu gegebener Zeit. Nämlich jetzt. Das funktioniert nicht. Ja, ich habe halt hier ein Seil befestigt. Die fragen mich halt nur, was das bringen soll. Also. Ich kann jetzt halt rollen, aber. Es passiert nichts, wie sie sehen. Ich meine, es gibt ja auch Sinn, dass hier nichts passiert. Ja, ich müsste halt irgendwie dahin schießen, aber. Wie komme ich da hin? Oder kann ich das Ding ja. Kann ich das Teil schon betätigen? Warte mal. Komme ich hier schon. Ich weiß gerade gar nicht, was, ehrlich gesagt, was sie von mir wollen. Also, ja, ich muss ein Seil an dem Ding befestigen, hat sie gesagt. Ja, ist mir klar. Ein Seil an dieser Rolle befestigen. Ja, na, habe ich doch gemacht. Ja, oder, warte mal. Na, oder wir machen es. Aber hier ist doch nichts zum Befestigen, weil sonst hätte ich gesagt, schießen wir aber von hier oben. Das ist völliger Schwachsinn. Ja, ich müsste jetzt irgendwo noch ein. Wenn ich halt da reinkäme irgendwie. Ich
Ich müsste an Seil an dieser Ja, ich hab's verstanden. Ist okay, du musst mir jetzt nicht 20 Mal sagen. Ich suche ja gerade noch. Ich weiß halt nicht, was das hier soll. Also das ist halt so, ja. Ja, wir schon ja, Lara, oh, geh mir nicht auf den Sack. Ich hab's doch kapiert. Ach, da liegt noch was. Wir hören uns noch was an hier. Genau. Es ist dunkel. Die anderen sind da draußen. Ich kann sie keuchen hören. Moment der Klarheit, aber er verrinnt. Kommt weniger häufig. Wir sind krank. Vergiftet. Irgendwas. Ist auch egal. Hab vergessen, wieso wir hier sind. Hab vergessen, wo wir vorher waren. Erinnere mich kaum, wer ich bin. Hier ist noch jemand. Wandelt unter uns, während wir kriechen und heulen. Ein Geist, eine Göttin, eine Dämonin. Sie flüstert. Wir hören zu. Hören zu. Na, ist doch schön. Es ist immer toll, wenn einem zugehört wird, ne? Ja, liebe Kinder, das machen Drogen mit euch, ne? Also seid bitte vorsichtig. So, jetzt mal ehrlich, kann ich hier irgendwas machen? Also, ich muss da irgendwie da reinkommen, oder? Ich hab gerade keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich müsste ein Seil an dieser Rolle befestigen. Ey, wie oft will ich das noch sagen? Ich doch schon ran, oder? Ja, warte mal, hier kann ich. Oh, jetzt hör auf, ist gut. Wie oft willst du das noch sagen? Ich muss ein Seil an dieser Rolle befestigen. Mein Gott, ja. Mir wurde zu meiner großen Ehre die Verantwortung übertragen, den Bau eines Schreins für die Apostel weit draußen im Tal zu beaufsichtigen. Der Ort liegt auf der Grenze unserer neu gegründeten Stadt, am Ende einer entfernten Schlucht. Die natürlichen Wasserfälle und geothermalen Quellen geben uns die einzigartige Möglichkeit, mit unserem gemeinsamen Wissen einen Ort der frommen Anbetung und Besinnung zu schaffen, der nicht nur das Andenken der Apostel ehrt, sondern auch unsere jüngsten Fortschritte auf dem Gebiet der Baukunst. Wir haben das Reich, das wir zurückgelassen haben, bereits überflügelt. Wir werden am Morgen eintreffen und den Grundstein zu einem Schrein legen, der unsere Vergangenheit und die Zukunft unserer Stadt ehren wird. Na, ist doch wunderbar. Das freut mich für euch. So, ich habe übrigens gerade ein Achievement bekommen. Ich habe 50% aller Dokumente im gottlosen Tal eingesammelt. So, was muss ich jetzt machen? Ohne Scheiß, was muss ich jetzt machen? Müsste ein Seil an dieser Rolle. Ja, ist ja gut. Ach, da oben! Das hab ich doch nicht gesehen. Das ist doch ewig weit weg hier. Also. Wenigstens sagt er sich dauernd. Ich muss ein Seil an dieser Rolle befestigen. Okay. Das sieht gut aus, Fragezeichen. Oh, ich muss mich beeilen. Okay. Okay, das hätte ich aber jetzt schaffen können, eigentlich. Also, ich weiß nicht, warum Lara sich da jetzt vehement geweigert hat. Musst du dich ein bisschen beeilen, Lara, ne? Sonst wird das nichts. So, renn, Lara, los! Renn doch! Nicht. Ach, alles klappt. Irgendwie muss ich die Plattform verankern können. Naja, kriegen wir schon hin. Hinten zum Beispiel ist noch irgendwie. Ist noch irgendwie ein Seil. Ja, verankern. Naja, hier, ne? Diese zwei Seile da, die muss ich auf jeden Fall noch irgendwie miteinander verbinden. So, fragt sie nur, wie ich das jetzt zu verankern habe. Ich sie an diesen Pfosten binde. Was willst du denn an den Posten binden? Die Plattform oder was? Ach, du meinst das hier oder was? Ja, was habe ich jetzt gekonnt? Nichts. Obwohl, ich kann da hochklettern. Kann ich da irgendwas machen? Also jetzt nur mal so Interesse halber. Wäre natürlich interessant zu erfahren und zu wissen. Nee.
Gerade funktioniert mein Gehirn irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, also. Sonst flutsche ich immer so elegant durch, aber gerade jetzt. Also, was richtig war, war letztendlich das da. Ja, das war korrekt. Zwei Seile gehen nicht. So, jetzt muss ich die beiden miteinander verankern, am Pfosten festbinden. Ja, die Frage ist nur, wie und wo. Warte mal, was ist denn, wenn ich... Als Quatsch, weil das funktioniert nicht mal. Das geht ja einfach mitten durch die Wand durch. Ich glaube, das ist ein kleiner Glitch oder so. Ja, was passiert, wenn ich jetzt daran drehe? Jetzt mal wirklich hier. Ich weiß nicht, was ich mir zusammenbaue, aber... Ah, so, ich verstehe. Und jetzt... Nein, lass los. Aha, jetzt habe ich das verhakt. So ist das gemeint. Jetzt müsste ich ja eigentlich auch hochkommen, oder? Ach, so ist das gemeint. Ja. Ist ja okay. Ich habe es ja verstanden. Ich habe es ja verstanden. So. Jetzt schießen wir das mal da rein. Und dann da mal so ein bisschen dann rumdrehen und irgendwie Sachen kaputt machen. Schnell dahin rennen, das schaffe ich doch zeitlich gar nicht, oder? Bleib besser stehen. Yeah, das bleibt nicht da stehen. Ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich lang muss. Warte mal, ich muss jetzt mal gucken. Ich habe ja. Ja, dreimal geht das. Okay, nach drei kleinen. Dreimal bleibt das so ein bisschen hängen und stocken und dann geht es komplett runter. Müsste das Seil eigentlich wieder lösen oder nicht? Ich muss irgendwie darüber kommen. Ja, sehr intelligent, das weiß ich. Wenn ich die Plattformen hebe und befestige, schaffe ich es vielleicht rüber. Ja, wie die Plattformen befestigen. Also, soll ich jetzt wieder das Gleiche machen? Aber wo? Das ist halt die Frage. Muss ja irgendwo hin. Wenn ich die Plattform hebe und befestige, schaffe ich es vielleicht. Ist ja gut, Lara. Das ist schon ein bisschen kniffliger. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, was die von mir wollen. Vielleicht komme ich über eins dieser Seile zurück nach oben. Ja, okay, das ist jetzt ja... Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Das ist jetzt... Okay, da kann ich nicht hochklettern. Das ist schon mal sehr ungünstig. Ich hätte jetzt gesagt, da könnte ich ja eigentlich hochklettern und könnte... Das Seil ja eigentlich wieder lösen, aber das ist, geht ja nicht. Jedes Mal, wenn ich jetzt hier dran kletter... Boah, was macht sie denn? Ach Gott. Ja, irgendwie gerade so ein bisschen Hornschmalz läuft mir flüssig aus den Ohren. Wenn ich die Plattformen hebe und befestige, schaffe ich es vielleicht rüber. Ja, aber wie soll ich das machen? Also ich müsste ja erstmal einen Weg finden, wieder hier hochzuklettern. Das Problem ist, ich werde hier immer runterrutschen. Das heißt, es... Wenn ich die Plattformen hebe und befestige, schaffe ich es vielleicht rüber. Haben wir noch irgendwo einen Pfosten? Wir haben nur den einen. Ja, ist gut, ich hab's verstanden, Lara. Ja, nun? Hä? Ich kapier's nicht. Ich kapier's nicht ganz. Also das hier muss ich ja so lassen. Es geht ja nicht anders. Ich muss die Plattform irgendwie befestigen. Aber wie? Wenn ich die Plattform hebe. Ja, ich hab's doch verstanden. Die Frage ist nur, wie soll ich es denn befestigen? Also ich müsste ja irgendwie an diese Rolle hier kommen. Das Problem ist, der Pfosten, den einzigen Pfosten, den ich sehe, ist halt da unten.
Nee, kannst du vergessen. Das geht nicht. Na, wisst ihr was? Ich denke mal noch ein bisschen nach hier. Ja, ich werde mal ein bisschen rumprobieren. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss, aber wir kriegen das schon noch hin, ne?